Am Anfang war nichts. Die längste Zeit nichts. Ein gellingsches Mal denkt sich der Vater, irgendwas muss geschehen und fragt im Buben, was meinst du? Sei wohl, sagt der Bub, geschehen muss was, aber was? Ja, was? Ich weiß schon was, mischt sich da die Daumen ein. Ein bisschen Licht, war heiße Sache. Es umeinanderfliegen im Dunkeln ist nichts Genaues. Bin ich auf Fledermaus, weiß Gott, sagt der Vater. Also, Licht, komm hervor. Das Licht kommt und leuchtet, dass gerade Freude ist. Bravo, ruft die Daum. Gegen ein gutes Licht steht nichts an. Das Licht freut sich und leuchtet. Nach einer Weile scheint dem Licht, dass ins Nichts eine leichten Dächt ein bisschen wenig ist. Vater, sag's, magst du nicht etwas machen, das ich unleichten kann? Noch ein Licht, fragt der Vater. Nein, was anderes? Irgendetwas Bäriges? Sollst haben dein Willen, ich schaffe ein Bild aus Knochen und Fleisch. Soll herrschen über die Vögel in der Luft. Die Fische im Wasser und die Knechte auf dem Feld und übers Alpenland, das der sauberste Fleck Erden sein soll, von dem alle anderen Länder oben hängen, wie von einem Tisch durch die Franzen. Das Land stell ich unter deinen Schutz. Pass auf, dass so bleibt. Fromm und frisch, wie es jetzt ist. Sauber und schier, schon schloss ich alles zusammen. Mit Stiel und Putz untergehen. Fällig wieder, den du da. Meine Damen und Herren, guten Abend. Ich begrüße Sie wieder bei unserem Verkehrsmagazin. Wir haben vorige Woche einen Mann interviewt, der fest davon überzeugt ist, dass er weder im privaten noch im beruflichen Bereich auch nur einen Tropfen Benzin einsparen kann. Er hat das alles begründet und ich glaube, er spricht vielen anderen Autofahrern aus dem Herzen. Das ist Karl Menhardt, Elektrounternehmer. Seit Jahrzehnten Herrenfahrer. Menhardt 1, die erste. Also ich war im Krieg und haben mir geschworen, nachdem ich 7 Jahre nur gehatscht bin, wenn ich diesen Krieg gesund überlebe und 2 gute Füße und 2 gute Hände kaufe, einmal das schönste Auto, damit ich endlich einmal weiß, dass der Unterschied ist zu Fuß und zum Autofahren. Und nachdem ich ein Hobbyfahrer bin und sehr gerne Auto fahre, auch heute noch, und auch weite Strecken fahre, habe ich mir natürlich ein Auto gekauft. Karl Menhardt wohnt am Stadtrand in Sievering. Sein Büro ist im 4. Bezirk. Mit der Straßenbahn fährt er nur gezwungenermaßen etwa dann, wenn das Auto beim Service und, was in Wien ja nicht selten vorkommt, kein Taxi zu erreichen ist. Wenn ich die öffentlichen Verkehrsmittel benutze, in dem Fall die Straßenbahn, muss ich mal einsteigen in den Autobus, der ein richtiger Friedhofsautobus ist, der alle 20 Minuten da kommt. Umdrehen darf ich noch 4 Mal umsteigen und da habe ich das Glück, dass ich womöglich eine volle Straßenbahn komme. Oder ich klopfe an das Fenster und der fährt gerade vor meiner Nase weg, so wie mir es vor 2 Tagen passiert ist. Ist zwar so ein Schwarzkappler da gekommen, habe gesagt, haben Sie das gesehen? Hat er gesagt, ja, ich habe alles gesehen, aber deswegen ist er auch jetzt weggefahren, aber ich habe mir die Nummer aufgeschrieben. Aber da habe ich nichts davon, ich habe dann von Ring bis in die Bananengassen schön zu Fuß marschieren können. Es liegt aber nicht allein an der Straßenbahn, dass dieses Massenverkehrsmittel heute so unattraktiv ist, denn... Die erste Möglichkeit, wenn der Autofahrer hat, steht er schon auf die Schienen. Ob es jetzt notwendig ist oder nicht, aber er steht sehr gern auf die Schienen. Es ist mit dem Behindern mit der Straßenbahn so, dass jeder Autofahrer auf die Straßenbahn einen Zorn hat und umgekehrt wieder der Straßenbahner auf die Autos. Und wenn er einmal die Chance hat, dass er ein Auto einzwicken kann, dann zwickt er es ein, dann kann weder der Autofahrer zurück noch vorher. Wie andere mit Bierdeckeln dekoriert Karl Menhardt die Wand mit Strafzetteln.
Das System ist typisch österreichisch. Wer falsch parkt, der zahlt. Doch wer anstandslos zahlt, darf auch falsch parken. Sonstige Sanktionen gibt es kaum. Wir sind zahlende Mitglieder beim Polizeikammer Wieden, weil ich habe 14 Autos in meiner Firma und nachdem wir eine Ladetätigkeit haben oder sehr viel Material zu- und abladen, kann der natürlich nicht eine Stunde am Parkplatz suchen. Jetzt muss ich in der Schleifenkosten auf jeden Fall ein Halteverbot durchsetzen. Da gibt es eine liebe Politessen, die warten nur, bis der durchsteht und schon kommt der Zähler. Also wir sind die besten fördernden Mitglieder der Polizei Wiens. Wenn Sie heute einen Arbeitnehmer sagen, du musst jetzt das Parkel oder das sperrige Gut länger als wie 500 oder 100 Meter, dann wird er sagen, Herr Chef, sind Sie ein bisschen deppert, tragen Sie noch die Kisten selber. Also wir sind gezwungen, dass wir zahlen. Die Polizei ist bestimmt, hat sehr viel verschulden an den großen Benzinverbrauch, weil sie absolut nichts toleriert mit dem Hinweis, sonst ist alles verpackt und der Verkehr wird nicht flüssig gehalten. Aber ich glaube, wenn man eine kurze Ladetätigkeit tolerieren will, ist ja jeder froh, wenn er das Pinkel eintragen kann, das Pinkel wieder ausgetragen und dann wegfahren kann. Zur Eisenbahn hat Karl Menhardt kaum eine Beziehung. Obwohl er ein Gartenhaus besitzt, das über die Pottendorfer Linie zu erreichen wäre, fährt er dorthin nie mit dem Zug. Für unsere Sendung hat Herr Menhardt den Pendler getestet. Man kann nicht behaupten, dass er zum Eisenbahn-Fan wurde. Der erste Eindruck von dem Zug ist so, es ist eine ausgesprochene Schweinerei. Der Zug ist so dreckig und der Stamm verträgt. Die Aschenbecher, alles sind überfüllt, aber mit fetten Papieren, nicht mit Zigaretten. Der Ruß liegt um, der Staub und der Dreck, der Fußboden ist vollgeschmiert. Ich war vor ein paar Wochen in Paris, da bin ich mit der Metro gefahren, bitte allerdings mit der Klasse. Aber ich muss Ihnen sagen, wir müssen einen ÖBB-Vertreter dort hinschicken, dass es mir anschaut, wie rein die ÖBB, wie rein die Waggons von der Metro sind. Fahren tut er unendlich lang, er fährt wie die Lilliputbahn in Broder, pfeifen tut er auch so oft. Und bei jeder Station hält er, dass man glaubt, er fährt auch nicht mehr weiter. Obwohl es nur 30 Kilometer sind, nimmt die Fahrt überhaupt kein Ende. Ich bin froh, dass ich wieder ausgeschieden bin. Hinaus aus dem Zug, hinein ins Auto und damit womöglich samstagvormittags in die Wiener Innenstadt. Man fährt, wie man will, wohin man will, man ist ungebunden, denn Autofahren bedeutet Freiheit. Gewiss. Es gibt auch Unvernünftige, die ihren Wagen im Halteverbot parken und so nicht nur den Benzinverbrauch der aufgestauten Kolonne, sondern auch die Straßenkameradschaft intensivieren. Situationen wie diese gibt es unzählige Male pro Tag in allen größeren Städten Österreichs. Tausende Liter Benzin werden solche Art von eingekeilten Autos sinnlos vergeudet. Schuld daran sind alle. Nicht nur die Falschparker, sondern auch jene, die etwa mit ihren Vehikeln am liebsten bis vor den Hochaltar der Stephanskirche fahren würden. Das ist ja ein Fiasko, da, wo man da fährt. Dort hinten haben sie auch alles zu. Warum? Da fahren die Autobusse durch, da ist alles so schmal. Kommt man nicht durch. Das ist ja automatisch, das sind die einzigen Zufahrtsmöglichkeiten. Da dann, die blockiert man automatisch selber. Das ist eine Katastrophe. Also am besten fahren die da rein am Samstag. Den muss man rechnen, wenn man da einer fährt. Das ist eine Katastrophe. Ja, Sie sind ja auch mit dem Auto in die Stadt gefahren. Ja, sicherlich. Ich habe geschäftlich darin zu tun. Sonst würde ich mit dem Taxi fahren. Aber das ist zu teuer. Zahlt es sich wirklich aus? Wäre es nicht besser, sich Ärger, Treibstoff und unnötige Kosten zu ersparen und das Auto fallweise stehen zu lassen, also wie Finanzminister Androsch kürzlich vorschlug, in Eigeninitiative einen autofreien Tag einzuhalten? Das war unvorstellbar. Wirklich. Also man kennt sich heute, die heutige Zeit ohne Auto überhaupt nicht vorstellen. Ohne Auto ist das heute undenkbar. Soll der Alpenländer außen sein? Hell das Auge, ehern die Stirn, blond das Haar, wie Hanfener Zwirn. Offen der Blick, die Miene ein Schrein.
Dornig und erdig. Wiederberg Giesel. Hart wie Leder. Seh wie ein Wiesel. Ein Marmelstein. So soll der Alpenländer außen sein. Wir soll der Alpenländer innen sein. Frisch wie ein Fisch, frei wie ein Stuhl, heut der Tugend ab dem Pfuhl. Weich und klar wie Wasser und Wein. Streng wie der Winter, zackig wie Kiesel, gerecht wie Grubstahl, fromm wie ein Wiesel. Ein Schatzköstlein, so soll der Alpenländer innen sein. Wir können jetzt schon den Flugbogen unter schräg rutschen. Und das ist genau das, was wir für den Grundschwung brauchen. Stemmschwung hat man früher gesagt. Schräg rutschen, Flugbogen, schräg rutschen. Das ist eigentlich alles. Ruhig breitspurig am Anfang. Nicht vergessen, Kniebeugen. Wir zwei machen jetzt ein Spezialtraining, gell? Ja. Dass du noch besser bist als die anderen. Aber darfst du noch nichts sagen, gell? Nein, ich war am besten von der Klasse. Bist du der Beste? Ja. Na, fast noch besser. Ja, aber nicht der Erste so. Machen wir ein Spezialtraining. Ja, das erste Mal 12., das zweite Mal 6. und das dritte Mal wieder. 6. Nein, 12. 12. Ja, dann müssen wir schauen, dass du wieder 6. oder 1. wirst. Jetzt trainieren wir, gell? Aufpassen, wenn wir jetzt da oben fahren. Schön die Ski dann auseinander, gell? Ja, so wie ich. Und dann probierst du die Ski ein bisschen zusammen, gell? Immer ein bisschen schmäler fahren. Ja? Ja. Gut, ist in Ordnung? Ja. Gut, können wir fahren? Geil, so fahren. Können wir fahren? Ja. Ja, okay. Gut. Komm. Komm, lass es laufen! Sehr gut, das war schon ganz gut, gell, Thomas? Noch ein bisschen mehr laufen lassen. Thomas? Ja, nein, ja, du bist umdrehen. Ich fahre voraus, du fährst hinten noch. Jawohl, das machen wir jetzt einmal. Sag's mir noch, wie wir fahren. Hä? Ja. Ja, was, tust mich du korrigieren, ne? Ja? Ja? Ja, gut, okay. Passt mal. Also, fahr. Fahr voraus. Aber nicht schnell, gell? Nicht so schnell. Ist ja eh klar, dass er jetzt schon frech ist, der Thomas. Mit dem Grundschwung kriegt man Selbstvertrauen. Wer den nämlich kann, der kann wirklich Skifahren. Der kommt überall gut runter, auch wenn die Abfahrt schwer und der Schnee schlecht ist. Den Grundschwung, den kann man nicht oft genug und überall üben. Ja, mehr nach vorn, ausstemmen jetzt. Ja, aber nicht so viel beim Anfang, nicht so viel Rücklage, gell? Ja, nicht schlecht. Auch am Schluss aufpassen. Nächste. Ja, war schon ganz gut. Nächstes Mal ein bisschen besser. Immer zusammenreißen. Der Mann von der Steiermark. Ausstemmen! Jawohl!
Jawohl, ja. Nicht so steif draufstehen. Locker, da brauchst du keine Angst haben. Ja, weiter vor. Okay, nächstes Mal geht's besser. Den Grundschwung sollte man immer weiter verfeinern. Das heißt, die Ski enger führen und früher schließen. Weniger pflügen. Am besten ist, man lernt das mit Hilfe der Gelande. Das muss auch mal sein. Leck mich doch am Bergski stehen. Von heute auf morgen hat noch keiner Skifahren gelernt. Auch ich nicht. Der tote Punkt kommt ganz sicher. Meistens um den dritten Tag. Dann ist es besser, man macht einen halben Tag Pause. Mit Gewalt geht's nicht. Über verschiedene Institutionen sollte man, um die Gesundheit zu schonen, sei Meinung Netzung, sonst geht's an den Grund. Ein Beispiel. Es gibt in Tirol 110.000 Schützen, von denen 19 an Stutzen besitzen. Geschmiert und geölt, damit es recht schnüllt. Schlussfolgerung. Mindestens ihre 72 bis 73.000 ein ganz gutes Ziel haben. Haltet man besser sein Maul. Urlaub garantiert nicht immer Erholung. Und so werden immer häufiger Kuraufenthalte angeboten, die durch eine gezielte Programmplanung den Urlaub optimal nützen und dadurch eine möglichst intensive Regenerierung von Körper und Geist erreichen wollen. Speziell für Frauen gibt es das auch auf kosmetischer Basis. Die Kosmetik hat sich in den letzten Jahrzehnten ganz rasant entwickelt. Wenn man denkt, früher war nur das Schmücken ein Begriff der Kosmetik, dann das Pflegen,
Dann kam die Figur dazu, die Normalisierung der Figur, dann die Harmonisierung der Bewegungen und nun sind wir bei der Harmonie von Geist, Psyche und Körper. Das alles ist Kosmetik. Natürlich sollte man dann sagen, Ganzheitskosmetik oder psychosomatische Kosmetik, denn Kosmetik allein ist zu wenig. Die richtige Domäne, diese Ganzheitskosmetik wirklich auszuüben, ist eine Schönheitsfarm, ein Fitnesscenter oder ein Beauty-Kurhaus. Da wird wirklich eine Diagnose erstellt, eine Diagnose nicht nur der Haut, sondern des ganzen Körpers. Und es wird ein Kurprogramm erstellt, das von A bis Z genau eingehalten wird. Dieses Kurprogramm umfasst gewöhnlich 2 Wochen. Es ist sehr wenig, aber das ist das Mindeste, das man braucht, um das Bestmöglichste aus dem eigenen Ich, aus der Erscheinung herauszuholen. Einen Schwerpunkt bildet natürlich die kosmetische Betreuung. Durch Näh- und Aufbaustoffe und durch apparative Behandlung werden Unreinheiten der Haut beseitigt und die Regenerationskraft der Zellen gefördert. Diese passive Behandlung wird durch die aktive Mitarbeit des Kurgastes ergänzt. Rechtes Bein hoch, rechten Arm hoch. 1, 2, 3 wechseln. 1, 2, 3. 1, 2, 3 und bitte die Bälle. In Form von Haltungsübungen wird das Fett abgebaut und der Körper elastisch gemacht. 1, die Isma-Kogi-Übungen sollen das Gleichgewicht zwischen überbeanspruchter und vernachlässigter Muskulatur herstellen, den Ausgleich zwischen Beugen und Strecken, zwischen Anspannung und Lockerung schaffen. Dadurch lassen sich Doppelkinn und Hängebusen ebenso bekämpfen wie Zellulitis oder Plattfüße. Da ein Schönheitsurlaub vielfach auch deshalb unternommen wird, weil man einige überflüssige Kilo loswerden will, ist der Speisezettel kalorienbewusst zusammengestellt. Notfalls werden auch Diättage eingeschoben. Die richtige Ernährung ist nicht zuletzt auch deshalb von Bedeutung, weil erkannt wurde, dass eine Reihe von Hauterkrankungen ihre Ursache in Ernährungsfehlern haben können. Auch die dekorative Kosmetik kommt zu ihrem Recht. Fachliche Beratung soll die Typ und Teint entsprechende Make-up-Wahl erleichtern und zeigen, wie sich notfalls die Natur am besten korrigieren lässt. Das ist ja kaputt, das ist ja das Make-up. Sie haben wahrscheinlich alle zu viel Creme drunter genommen. Zum Kurprogramm gehört auch eine Art autogenes Training. Dieses psychologische Training soll mithelfen, die frauliche Ausstrahlung auch von innen her zu aktivieren, da die seelische Verfassung einen entscheidenden Einfluss auf die körperlichen Vorgänge auszuüben vermag. So etwa auf Organfunktionen, Drüsentätigkeit und natürlich das Aussehen. Durch Selbstbeeinflussung eine seelisch-geistige und daraus resultierende körperliche positive Umschaltung hervorzubringen. Und jetzt bitte lenken Sie Ihre Gedanken auf die beiden großen Zehenspitzen, genauso wie vorher. Lassen Sie Ihre Gedanken über die großen Zehen entlang gleiten, bis tief in den Vorfuß herein, mit der Vorstellung, dass sich auch hier die Muskulatur entspannt lockert. Es geht um den Gleichklang von Körper und Seele. Ja.
Neben all diesen Fixpunkten im Schönheitsprogramm gibt es natürlich eine Reihe von Fitness- und Unterhaltungsmöglichkeiten, die nach Belieben genutzt werden können. Seien es nun ein Tischtennismatch, Waldspaziergänge, Modeschauen, Gesellschaftsabende, Sauna oder Schwimmen. So hat man einerseits das Gefühl, ungezwungen Urlaub zu machen, andererseits aber erleichtern fachliche Beratung und wissenschaftliche Betreuung eine echte Regeneration. Eine Mischung aus freiwilligem Zwang und eigener Aktivität, der Schönheit und der Gesundheit zuliebe. Bitte nochmal. Holaladihu. Holaladihu. Immer das Gleiche her. Zwei rechts, zwei links, der Double Timing und ein kleiner Salto zwischendrin, auf die Hose geklopft und das Ganze nochmal von vorne, seit ein paar hundert Jahren her. Nichts Neues da. Diese Kritik ist, weiß Gott, berechtigt. Und wir von der Arbeitsgemeinschaft Volksbrauchtum und seine Anwendung in der Neuzeit haben uns etwas überlegt. Wir haben die Volkstänze analysiert und die Struktur erforscht und haben uns etwas überlegt, ein neues Volkstanzprogramm. Und nur einige Ausschnitte daraus. Das ist nichts für mich. Ich gehe lieber auf meine Alm und bleib bei meiner Zither. Herzlich willkommen bei Spotlight. Neben dir komme ich mir eh vor wie der Sohn. Darf ich Ihnen jetzt die nächste Nummer ansagen? Du darfst. Dankeschön, sehr liebenswürdig. Nicht so laut. Das ist jetzt der Georg Danzer, der uns nun wieder mit einem seiner folkloristischen Titel kommt. Natürlich auf seine Art und Weise. Und es ist, ich korrigiere im Programmpunkt, weil ich habe das ja mitunter auch im Kopf. Es ist nicht der Danzer, sondern es ist mein Freund Wilfried. Bitte, Wilfried. Mit Hobart-Strohdeck. Wenn ich einmal heirat muss, das Hobart-Strohdeck. Jetzt hat sie halt geheirat, was hat sie davon? Ein Stumpf voller Kinder und einen rotzigen Mann. Mein Vater, sein Häusl ist mit Hobart-Strohdeck. Wenn ich einmal heirat muss, das Hobart-Strohdeck.
mit Schnupftabak deckt. Jetzt bringt sie ihren alten Vogel doch nicht mehr weg. Und wenn du einmal heiratst, dann heirat nur mich. Schau an meine Wadeln, ein Sakkarati. Mein Vater, sein Häusl ist mit Hovenstroh dick. Wenn die einmal heirat, muss das Hovenstroh weg. Wenn ich einmal heirat, muss das Hovenstroh weg. Mein Vater, sein Häusl, ist mit Hovenstroh weg. Und wenn ich einmal heirat, muss das Hovenstroh weg. Mein Vater, sein Häusl, ist mit Hovenstroh weg. Und wenn ich einmal heirat, muss das Hovenstroh weg. Das für alle diejenigen, die immer noch das Gerücht kolportieren, der Wilfried hat seine Stimme verloren. Er gibt ganz kräftige Lebenszeichen wieder von sich, gemeinsam mit seiner Band, den Crazy Baby. Es gibt sogar eine neue Langspielplatte, die man sich doch mal bei Gelegenheit jetzt anhören sollte. Zitterspielen, fesche Madeln, Gamseln kriegen, Schuhe bladeln. Auf geht's, hebt euch zusammen. Ich möchte die Gelegenheit benutzen, auf diesem Wege alle meine Verwandten und Bekannten. Uhr früh, Schichtwechsel im Aluminiumwerk Ranshofen. Fritz Kotzam, 51 Jahre, seit 23 Jahren Schichtarbeiter, kommt aus der Nachtschicht. Wie 500 andere arbeitet er im Vier-Schicht-Betrieb. Wenn Sie nochmal auf die Welt kommen täten, würden Sie wieder Schichtarbeiter werden? Nein, auf keinen Fall. Ich habe 6 Kinder und meine Buben, also würde ich an jeden abraten, dass er überhaupt auf die Schicht geht, weil die paar Netsch, was man da mehr kriegt, auf die kann man verzichten. Das bierst man ein, also es leidet die Familie drunter und man selber leidet man auch drunter. Auf gar keinen Fall mehr. Grüß dich, Papa. Wie geht's dir denn? Geht schon. Ich kann mit uns Kaffee trinken. Du hast das schön, kannst du jetzt niederlegen? Ja. Ich gehe mir immer wenn der Vater aus der Nachtschicht kommt, müssen die Kinder gerade in die Schule oder zur Arbeit gehen. Manche seiner 6 Kinder sieht er nur selten. Also er hat wenig Zeit für die Kinder, vielleicht weniger als ein Vater, der normal arbeitet, Tagschicht und so weiter. Wie ich an meine Kindheit zurückerinnert, hat mich immer gestört, dass ich ruhig sein müssen, aber wenn er zum Beispiel Nachtschicht gehabt hat und den Tag wollte schlafen, das ist besonders am Wochenende störend gewesen. Was mich gestört hat, das war, dass ich meine Freundinnen eigentlich nie mitnehmen können habe, weil dann, die waren immer ein bisschen lauter und dann hätte die anderen sagen müssen, seid leise, der Papa schläft und so. Und das habe ich nicht wollen, jetzt habe ich es eigentlich selten mitgebracht. Der Tag ist längst ins Land gezogen. Für Fritz Kotzam aber beginnt die Schlafenszeit. Trotz Lärm und Kindergeschrei muss er sich von den 6 Stunden schwerer Nachtarbeit erholen.
Glauben Sie, hat das die Frau in der Schichtarbeit das schwerer als andere Frauen? Ja, sicher. Durch die Schichtarbeit, weil man zu jeder Zeit muss man da sein und beim Kochen das muss man wieder aufwärmen. Die anderen kommen um 12, die anderen kommen um 1 oder der Mann, je nachdem, was er für eine Schicht hat, nicht? Und das ist schon ganz unregelmäßig alles. Grüß euch. Missmutig kommt er nach nur 4 Stunden Schlaf zum Mittagessen. Die halbe Schlafzeit eines Normalbürgers muss für ihn reichen. Ein Nachtschichtler kann nie richtig ausschlafen. Glauben Sie, verbraucht sich ein Schichtarbeiter mehr als ein anderer Arbeiter? Ganz eindeutig. Und zwar, ich brauche nur bei uns im Betrieb schauen und ich glaube, es wird in andere Großbetriebe nicht anders sein, in der Föst oder Stickstoff, dass der Schichtarbeiter sehr viele sind, die die Pension überhaupt nicht erreichen. Ich denke nur immer, jetzt bin ich ein blöder Hund gewesen, dass ich auf die Schicht gegangen bin. Warum? Naja, es ist doch so, also heute verdient man in meinem Beruf, ich habe Tischlerei gelernt, verdient man auch nicht schlecht. Und damals war es halt so, notgedrungen, ist man dort gegangen, wenn man mehrere Kinder hat, geht man dort, wo man mehr verdient. Um 23 Uhr, wenn die Familie längst schlafen gegangen ist, muss sich Fritz Kotzam wieder für die Nachtschicht fit machen. Für ein paar Hunderter oder einen Tausender im Monat mehr finden sich aber immer noch genug, die freiwillig auf ein geregeltes Leben verzichten. Bei Schichtarbeitern gibt es keine Nachwuchssorgen. Für mehr Geld verkaufen sie ihre Gesundheit und ihr Familienleben. Es wird aber keinem von ihnen je gelingen, die Nacht zum Tag zu machen. Der Mensch ist aufgrund seiner Rhythmik in die Gruppe der Tagewesen einzureihen und eine Umstellung ist nicht, höchstens eine gewisse Anpassung möglich. Der technische Fortschritt fordert seine Opfer. Der Mensch muss sich an die Maschine anpassen. Dieser Arbeitsvorgang in der Aluminiumerzeugung darf nie unterbrochen werden. Tag und Nacht, Sonn- und Feiertag müssen die Öfen brodeln, von Menschen bedient werden. Der Sklave Mensch dient dem Riesen Technik. Nicht nur die Technik, auch das Kapital fordert seinen Preis. Die Maschinen werden immer teurer. Man kann es sich angeblich nicht mehr leisten, sie in der Nacht ruhen zu lassen. Weder die Maschinen noch die Menschen. Die Unternehmer malen das Gespenst vom wirtschaftlichen Zusammenbruch an die Wand, sollte man je mit der Nachtarbeit aussetzen. Jeder Unternehmer redet sich auf die Konkurrenz aus. Jedes Land auf die anderen Länder. Alle Werte unter dem Normalwert. Es ist wirklich schon höchste Zeit, dass sich Gewerkschaft, Unternehmer, Wissenschaft und Staat endlich um die Schichtarbeiter kümmern. Wenn man bedenkt, dass es mindestens 250.000 Schichtler gibt, dass jeder zweite Textilarbeiter, jeder zweite Eisenbahner und jeder zweite Arbeiter in der chemischen Industrie Schicht arbeiten muss, dann sollte man endlich mit dem Herumreden aufhören. Man muss mehr tun, als die Arbeiter regelmäßig vom Betriebsarzt untersuchen zu lassen, zu impfen und mit irgendwelchen Pillen zu füttern. Gründliche Erhebungen über Schichtarbeiter oder gar statistische Erkenntnisse gibt es nur in Ansätzen. Solange sich genug dafür hergeben, braucht man auch die düsteren Prognosen des Betriebsarztes nicht besonders ernst zu nehmen. Ausatmen. Wenn ein Mensch längere Zeit im kontinuierlichen Schichtbetrieb arbeitet, kann es zu Störungen im Bereich des vegetativen Nervensystems kommen. Wird der Mann darauf aufmerksam gemacht, dass er gesundheitliche Schäden haben könnte? Also Sie sagen, bitte, ich höre immer gesundheitliche Schäden. Ich müsste das ablehnen, weil wenn uns bekannt ist, dass wir gesundheitliche Schäden hier im Ort oder an einem bestimmten Arbeitsplatz hätten, dann setzen wir selbstverständlich alles daran, dass wir diese gesundheitlichen Schäden wegbringen. Von Jahr zu Jahr steigt die Zahl der Schichtarbeiter. Von Jahr zu Jahr fordert das Wirtschaftswachstum einen höheren Preis. Für nur etwa 500 Schilling brutto mehr im Monat arbeiten diese Männer im Dreischichtdienst rund um die Uhr.
Nur, dass sie zum Unterschied von den Vierschichtlern wenigstens Samstag und Sonntag ausruhen können. Sie arbeiten von 6 bis 14, von 14 bis 22 oder von 22 bis 6 Uhr. Jede Woche wird gewechselt. Jede Woche heißt es sich umgewöhnen. Ich finde, ein Schichtarbeiter ist nur ein halber Mensch und ein Nachtschichtarbeiter ist fast überhaupt kein Mensch mehr, weil die ganze Einstellung, der Körper kann sich nicht einstellen. Da war man so jung, das geht schon, nicht? Aber wenn man mal älter wird, glaube ich. Ja, beim Tag kann ich nicht schlafen, nicht? Wenn ich Nachtschicht habe, kann ich überhaupt nicht schlafen, weil da wird immer durch Auto etc. nicht, wird immer gestört. Nicht? Das ist kein Leben nicht. Sie opfern zwar ihr Familienleben und ihre Gesundheit, aber sie sind noch immer die Stiefkinder unserer Gesellschaft. Keiner will sich am Problem Schichtarbeiter die Finger verbrennen. Von Vorschlägen wie mehr Freizeit, mehr Urlaub oder frühere Pensionierung wollen weder Unternehmer noch Gewerkschaft einstweilen etwas hören. Ihre Vorschläge sind vages Gerede. Welche zusätzlichen Sozialleistungen außer dem finanziellen Zuschlag gibt es für Schichtarbeiter? Wir haben keine. Wir glauben, dass wir mit unseren Zulagen ausreichend die Schwere der Arbeit abgelten. Durch ein paar hundert Schilling im Monat mehr werden sich Schichtarbeiter sicher nicht ewig abspeisen lassen. Da wird man sich schon noch einiges einfallen lassen müssen. Nicht zuletzt auch deshalb, weil es im Zeitalter des Computers und der Vollautomatisierung bald viel mehr Schichtarbeiter und Schichtangestellte geben wird als bisher. Ich bleib dir treu. Mein Weblaun. A bis mit der Lia. A bis er I bleib dir treu. Mein Ort mal. A bis mit a Lia. Betrogen. Sauber halten. Was sauber halten? Das Glantl. Und was hast du getan? Nicht sauber gehalten. Und was wird jetzt passieren? Untergehen. Du sagst's. Das Alpenland. Na, du. Das ist eine Gräne. Ich hab das versprochen. Auf geht's. Das ist ja saukalt. Stimmt.